Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden, den Engelhardt-Brüdern. Freunde, es ist soweit. Wir machen es jetzt auch. Wer hat es schon mal gemacht? Hey! Scheiße. Richtig guter Einstieg ins Video auf jeden Fall. Wir werden heute 24 Stunden essen wie eine Zuschauerin. Erstmal Grüße gehen raus an Nico Lifestyle. Der Brudi hat das Ganze schon, ich glaube, dreimal gemacht. Heute werden wir beiden hier einen Tag lang essen wie ein Zuschauer. Teil 3. Okay, wir machen es jetzt auch. Ihr habt es euch öfter gewünscht. Und weil viele Nachrichten reinkamen, haben wir heute die erste Nachricht bei Instagram genommen. Angekommen, haben wir uns überlegt, dass wir morgen essen wie ein Zuschauer. Also wenn ihr Bock habt, dass wir so essen wie du, dann schreib mir sehr gerne, was ihr morgens, mittags, abends esst und als Snack zum Beispiel, dann machen wir das Ganze und laden das am Dienstag hoch. Ich habe da richtig Bock drauf, weil sie uns geschrieben hat, wie sie ist. Wenn ihr wollt, dass wir so essen wie ihr, dann könnt ihr uns jetzt direkt erstmal eine DM schicken, entweder Arthur oder mir auf Instagram. Und sagen, wir fangen nicht an. Wir haben uns was richtig Geiles rausgesucht. Was heißt rausgesucht? Wir haben Glück gehabt, dass die erste Nachricht so lecker war. Let's go. Ich habe Hunger. Freunde, wir gehen jetzt einkaufen, weil die Sachen, die wir brauchen, haben wir noch nicht und ja, die haben wir noch nicht. Wenn man denkt, okay, die ist ja wirklich mehr warm. Freunde, was wir schon mal verraten können, Evelyn heißt sie, glaube ich, ist eine Käseliebhaberin und das gefällt uns sehr gut. Wir haben hier erstmal zwei Brötchen, eigentlich Vollkornbrötchen, das sind jetzt so Eiweißbrötchen, weil die hier keine Vollkornbrötchen haben, aber ich denke, es ist ungefähr das gleiche. Ja. Plus Mozzarella, wir brauchen jetzt noch Tomate und Pesto. Da haben wir auch unser Frühstück, sie haben nicht gesagt, was für ein Pesto, aber Digga, das Grüne kann ich gar nicht ab, ich kotze. Ja, dein Ernst, Alter? Das ist das Beste. Ja, Freunde, welches Pesto ist am besten? Nein, ist nicht neu, Digga. Nein. Ich denke, das wird sie eher nehmen, Rosso. Nehmen wir Rosso und dann eine Tomate und dann gibt's die erste Riesenmahlzeit. Freunde, die Zuschauerin hat uns gerade nochmal auf Instagram geschrieben, aus was genau der Salat besteht. Wir haben richtig viel Sand schon reingepackt, aber einfach alles muss raus, weil alles fast falsch ist. Nicht alles. Fast. 10% bleibt drin. Nein, locker. 10% bleibt drin, meine ich. Ja, so. Und so sieht das Essen aus, das fertige Essen. Wir haben hier ein Brötchen mit Pesto, Mozzarella und Tomaten, ein bisschen gepfeffert, ein bisschen gesalzen. Diese Kombination habe ich ehrlich gesagt noch nie gegessen, also Pesto auf Brötchen mit, also warum auch immer. Aber habe ich noch nie so gemacht. Schmeckt's? Schmeckt heftig lecker. Let's try it out, man. Feier ich heftig. Schmeckt sehr gut. Ich würde sagen, essen wir mal. Oh yes, was haben wir denn da? Ihr Lieblingssnack ist Toblerone. Und ich muss gerade gestehen, ich habe noch nie Toblerone gegessen. Ich habe immer davon gehört, ich sehe auch immer diese 8 Meter langen Toblerone-Teile. Kennst du die? Ja, safe. Normally I would never say this, but this might be a little bit too big. Vielleicht hat das, oder oh, da steht sogar Toblerone drauf. Oh, ist das Nussschokolade? Ja. Das ist eine Mischung gefühlt. Boah. Von einem Brötchen wollen wir jetzt nicht satt, deswegen gibt es jetzt direkt den Snack. Beschweren wollen wir uns nicht. Schmeckt richtig geil. Sehr gut. Ich habe noch ein bisschen Tee, dann schön mit Tee nachsippen. Und falls ihr uns per DM schreibt, was ihr so esst, macht das am besten so, dass ihr einfach schreibt morgens Doppelpunkt, mittags Doppelpunkt, abends Doppelpunkt und dann Snack Doppelpunkt. Dann haben wir immer das Ganze relativ einfach gegliedert und machen das Ganze. Wie gesagt, wenn die Resonanz gut ist und ihr Bock drauf habt, machen wir das sehr gerne, weil ich finde es auch mega spannend zu erfahren, wie ihr so täglich esst, beziehungsweise was eure Lieblingsmahlzeiten ist, wenn man einfach ja so ein paar andere Facetten sieht und nicht immer dasselbe isst. Weißt du, ich meine? Ist schon geil. Macht schon Spaß. Oh yes.
Hi. Moin. Hi. Wir hatten bestellt Salat, zweimal ein Kupfer. Ja. Super, danke dir. Ja, schönen Tag. Ne? Auf einen Schau, bitte. Sport. Irgendwie passt das nicht, oder Bro? Okay, Freunde, warum wir im Gym sind, ist ganz einfach. Vielleicht haben die ein oder anderen schon unser Video gesehen, wo wir Gesundheit mit unseren kleinen Geschwistern trainieren waren und die sind jetzt gerade wieder trainieren. Da haben wir uns gedacht, okay, kannst du auch langsam allein jetzt zum vierten Mal oder so. Ja. Die trainieren jetzt im Hintergrund und wir benehmigen uns jetzt diese Pizza. Wir waren heute schon trainieren, haben heute Beine trainiert und deswegen ist diese Pizza jetzt auch verdient. Guckt euch das mal an, Freunde. Salami Supreme Pizza mit Käserand. Ich weiß, die Leute, die hier trainieren, denken so, moin, ey, bitte ist geschnitten. Bruder, doch, ist geschnitten. Nein. Doch. Nein. Aber nicht gut. Ah, so Reisbeschichten ist. Und Leute, Probetraining riecht erstmal schön und so Pizza. Boah, die riecht auf jeden Fall. Die hast du schon mal gegessen? Überhaupt nicht mit Salami. Hey, hast du schon mal gegessen? Nie. Ich schon. Ich mag's. Eine meiner Lieblingspizzen. Keine Ahnung wieso, aber war ich da. Boah, geil. Ist gut, ne? Ist gut fettig auf jeden Fall. Guck mal, wie der Käserand ist. Heute der Käserand sogar. Was? Läuft auf jeden Fall bei uns. Schmeckt schon, ne? Heftig lecker. Oh, nach was, ja, ich sag mal, ein bisschen trashing Food. Nach der Pizza gibt es jetzt erstmal einen geilen Salat und zwar, was ist da alles drin? Erstmal, so ist sie natürlich nicht jeden Tag. Wir haben natürlich gesagt, dass damit sie auch so eine auch geile Mahlzeit einfach reinhauen sollen. Beziehungsweise die Lieblingsmahlzeit, also was man am liebsten isst. Genau. Wir haben hier einen Salat, der besteht aus Feldsalat, geriebenen Karotten, Mais, Cherrytomaten, Essig, Olivenöl und diesen Käse. Du hast schon gesagt, Salatmix, dieses Kräutergewürz da. Die Salatfix. Das ist ganz schön, Digga. Das ist schlecht. Haben wir das überhaupt? Ja. Ja, dann machen wir das erstmal rein. Alright, Freunde, das ist jetzt auch drin. Und dazu gibt es als Getränk nochmal eine kleine Protein Milk, damit wir heute ein bisschen Eiweiß auch drin haben. Wir haben nicht gefragt, was sie trinkt, beziehungsweise was sie trinkt. Ihr könnt das nächste Mal auch sehr gerne dazu schreiben. Und wenn ihr auch so eine Protein Milk wollt, wirklich einer meiner Lieblings, ich sag mal, Vanille Getränke. Und Schoko. Schoko finde ich mittlerweile sogar eins bei mir, danach kommt Erdbeere. Ja, bei mir auch, ehrlich. Ja, bei mir auch. Ja, ja, Stößchen, Bruder, ich mach Stößchen. Nein, ich will erstmal den Salat probieren, aber trotzdem. Auf euch, Freunde. Ach ja, und wenn ihr auch so ein Protein Milk wollt, könnt ihr immer mit dem Code ENGELS 10% sparen. Ab 40, 50 und 60 Euro gibt es, glaube ich, sogar noch Gratis-Produkte dazu. Also ihr könnt einfach bestellen, dann gibt es Gratis-Produkte in eurem Paket dazu. Wenn ihr unseren Code benutzt, natürlich. Wir verlinken euch das Ganze nochmal unten rein, was es genau gibt. Wenn ihr sagen, wir probieren das Ganze hier mit dem Käse, ich bin übelst gespannt. Ich glaube, da vorne war drauf, dass das auch im Börek-Stand drin ist, genau der Käse, ne? Das habe ich gut nachgemacht. Mhm. Unnormal. Der Käse schmeckt ja anders gut. Boah. Ganz Salat, Bro. Ja, also kann man auf jeden Fall öfter machen. Außerdem hat sie noch geschrieben, dass sie als Snack entweder Chips oder Toblerone isst. Wir haben beides gekauft, aber ich muss ehrlich sagen, nach der Schokolade, nach der Pizza ist noch Chips. Sie hat ja auch gesagt, entweder oder. Sie ist wahrscheinlich auch nicht beides oder sie. Ja. Sagen wir so, es gibt Tage, wo man Bock auf sowas hat. Wir haben heute nicht diesen Tag, wo wir Bock auf beides haben. Deswegen haben wir nicht beides gegessen, aber beides gekauft. Ich muss auf jeden Fall sagen, vor allem der Salat hier, der hat mich mega überzeugt. Auch das Frühstück mit dem Pesto war auch super. Ja. Die Pizza kannte ich natürlich schon, aber alles in allem mega, mega geiler Tag. Geiles Essen, hat richtig Spaß gemacht. Danke für deinen Tag, beziehungsweise deine Message. Vor allem auch für die anderen Leute, die sich die Zeit genommen haben und eine DM geschrieben haben. So einen langen Text geschrieben haben, was sie essen. Ja. Wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall, wenn die Resonanz gut genug ist, nochmal machen. Deswegen seid gespannt. Schreibt uns einfach eine DM, was ihr so esst. Dann werden wir das vielleicht nachmachen. Wir haben jetzt noch ein paar DMs offen. Vielleicht werden wir davon auch noch was nehmen. Auf jeden Fall checkt uns auf Instagram ab und lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Yes. Wenn wir sehen, dass genug Leute liken, genug Leute das sehen, dann machen wir das auf jeden Fall hundertprozentig nochmal, weil es hat auch mega Spaß gemacht. Über einen Kommentar und Abo, wir uns auch noch nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.